Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV-TV. Begrüße ich euch, begrüße ich Sie und die beiden Trainer hier vorne recht herzlich zur Pressekonferenz nach dem heutigen Heimspiel des FSV Zwickau gegen den Sportclub Fair. Und bitte nun zunächst den Gästetrainer Mitch Kniat um seine Einschätzung zum Spiel. Bitte. Erstmal hallo zusammen, dann als zweites Glückwunsch dir. Habt ihr euch auf jeden Fall verdient. Ich bin immer so ein Freund davon, Kampf und Leidenschaft soll belohnt werden. Und ich glaube, den habt ihr heute mehr als überragend an den Tag gelegt. Deswegen glaube ich, geht der Sieg für euch auch in Ordnung. Und wie gesagt, wenn ich jetzt sagen würde, wir haben die erste Halbzeit verschlafen, kann man genauso gut sagen, ihr seid richtig gut ins Spiel gekommen, habt super gemacht. Habt uns nicht unsere Räume gegeben, die wir uns ausgemalt haben. Da haben wir ein, zwei Mal umgestellt in der Halbzeit. Ich glaube, tat uns ganz gut, hatten dann immer wieder Zugriff vorne gehabt. Auch drei, vier Torchancen, aber ich glaube, das Spiel hätte noch ein, zwei Spiele länger dauern können. Wir hätten kein Tor gemacht, zumindest nicht aus eigener Kraft. Deswegen glaube ich, geht die Niederlage von unserer Seite aus in Ordnung. Wir müssen uns jetzt hier ein bisschen schütteln, wir müssen das Spiel analysieren, weil es werden wieder noch so ein paar Gegner kommen, die es, glaube ich, ähnlich gut machen wie ihr. Deswegen von meiner Seite aus alles Gute, viel Erfolg für die schwere, harte Zeit, weil ich kenne das vom letzten Jahr. Ich hoffe, dass wir da nicht mehr reindrücken und gönne euch nur das Beste und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Deswegen alles Gute und viel Erfolg weiterhin. Vielen Dank, Ronny. Deine Worte zum Spiel, bitte. Hallo erstmal, Mitch, vielen Dank. Die Glückwünsche nehme ich natürlich gern an, weil die Jungs sich das einfach auch verdient haben. Wir haben gewusst, dass heute ein extrem schweres Spiel werden wird gegen Fair. Sie haben uns leiden lassen. Sie haben uns auch schon in der ersten Halbzeit sehr viel laufen lassen. Viele Jungs von uns hatten in der ersten Halbzeit drei, vier Mal einen Ball, aber das gehört einfach dazu. Uns war wichtig heute, dass wir die Räume eng machen, dass wir versuchen, sie in ihrem Kombinationsspiel einfach auch zu stören. Und ich denke, das frühe Tor kommt einem natürlich zugute. Das war auch irgendwo so ein Raum, den wir uns schon ausgemalt hatten, wo wir reinstoßen wollten, um dann auch torgefährlich zu werden. Dass es dann direkt so gut klappt, spielt einem immer in die Karten. Aber letztlich muss man schon sagen, dass wir alles reingeworfen haben, aber ich heute auch die erfahrenen Spieler besonders in die Verantwortung genommen habe und dementsprechend auch gerade Pommes Pringis mit diesem Elfmeter, aber eben auch diesen zwei, drei anderen Riesenchancen einen Riesenjob gemacht hat. Die letzte Reihe hinten hat einen Riesenjob gemacht und deswegen glaube ich schon, dass aufgrund des Einsatzes der Sieg nicht unverdient ist, aber wenn wir am Ende noch den Fangschlag bekommen zum Ausgleich, dürfen wir uns glaube ich nicht beschweren, weil Fair immer wieder gefährlich war. Sowohl bei Standards als auch bei ihren gefährlichen Bällen in diese Halbräume. Danke. Ja, auch dir vielen Dank für deine Worte. Jetzt ist Zeit für eure Fragen. Kurzes Handzeichen und vielleicht das Mikrofon. Das Mikrofon. Ja, Ronny Thielemann, als das Spiel um 14 Uhr begann, war Ihre Mannschaft Tabellenletzter. Und für diesen Tabellenstand haben Sie eine überragende erste Halbzeit gespielt. Dazu Respekt und Glückwunsch. Und jetzt kommt meine Frage. Im zweiten Durchgang hat mir ein Stück weit, als der Gegner aufkam, doch diese ordnende Hand gefehlt, die dann eben sagt, passt auf Jungs, wir dürfen nicht ins Messer laufen, wir müssen den Ball mal beruhigen, in eigenen Reihen halten. Das war dann doch ein Stück weit schwierig. Können Sie mir das erklären, warum dies so gewesen ist? Das kann ich Ihnen direkt erklären. Das kann Ihnen, glaube ich, jeder Fußballer erklären. Wir hatten was zu verlieren. Wir wollten diese 2-0 Halbzeitführung über die Zeit bringen. Aber ich sagte auch, wir dürfen kein Tor bekommen, dann bleibt es so. Wollen aber auch noch nach vorn spielen. Aber Fair hat dann, wie Mitch gesagt hat, schon auch nochmal frisches Personal gebracht. Damit ist es auch nochmal schwieriger geworden, auch nochmal eine Wucht in der Luft gebracht. Und da galt es schon erstmal auch, das eigene Tor zu verteidigen. Und deswegen ist mir das schon auch aufgefallen. Ich hätte mir auch mehr Entlastung gewünscht, aber es hat nicht sollen sein. Und deswegen war es auch wichtig, dass gerade die Stürmer, ich glaube, Baumi hatte am Ende sogar noch Wadenkrämpfe, dass sie eben auch defensiv alles mit reinwerfen. Weil wir haben heute alle 10 Mann auch gebraucht, um gegen diese spielstarken Ferler dann eben auch zu bestehen. Ronny Thielemann, Sie sind so eingegangen, haben gesagt, das kann Ihnen der Fußballer erklären. Deshalb habe ich Sie auch gefragt, dass Sie mir es als Fußballer erklären. Dennoch, klasse Spiel gemacht, egal wie, weiter so. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Dies nicht der Fall ist, dann wünsche ich unseren Gästen eine angenehme Heimreise. Für die kommenden Aufgaben alles Gute. Danke, danke. Ihnen allen ein schönes restliches Wochenende. Bis demnächst. Danke. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss zusammen. Supramax, ein Patent der Chemischen Werke Sachsen, präsentiert FSV TV.